Schauen wir uns mal weiter hier um. Da müssen wir hin, okay. Tür öffnen. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Ach, das kennt man doch irgendwoher, diese Bostoner Tee-Geschichte da. Wenn ich die brauche, okay. Oh. Pass auf, Mann. Und jetzt müssen wir ihn verfolgen? Nee. Nicht ganz. Gut. Ach komm, hier. Ich guck mal, wie teuer das ist. Ach, 50. Komm, das ist immer drin. Oh. Ja, hier eine Steuermission, hätte ich fast gesagt. Ja, war ja sogar. Ist ja auch eine Steuermission, oder? Nee, Schmugglermission. So. Nächsten. Okay. Finden wir jetzt auf dem Weg dahin noch ein? Pulverfässer nutzen, um Schmugglerware zu zerstören. Okay, fangen wir mit dem hier an. Oder was? Ach so. Okay. Oh, zurücktreten. Ja, schon auf dem Weg. Schöne Explosion. Gut. Dann würde ich sagen, nächste, ne? Ah, oh, ist direkt hier. Okay. So. Die stellen kein Problem mehr dar. Oh. Ja, werfen ist immer gut. So. Indischer Tee. Herr im Himmel,
Nimmt diese Gewalt denn kein Ende? Nee. Ach so, muss ich da die Fässer überhaupt mit... Oh. Tja, Junge. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber der hat immerhin einen stylischen Abgang gemacht. Okay, warum leuchtet das hier noch? Egal. Oh, der macht eine gute Figur. So. Na los, komm. Ach. Ach, komm. Bleib liegen. So. Waffe nachgeladen. Jawohl, und da haben wir auch schon wieder eine Kugel. Ah, okay. Okay, nicht schlecht, die Explosion. Da kommen Pulverfässer. Achso, da hätte ich dann drauf schießen müssen, oder was? Na gut. Das war nicht richtig nachgedacht. Alter, da kann... Okay. Keine Ahnung, warum der das dreimal gemacht hat. Ich habe schon nach dem zweiten Mal aufgehört, die Taste gedrückt zu halten. Egal. Mal mir ein anderes Mal Gedanken drum. Ich will erstmal jetzt wieder in Richtung Zielpunkt hier zurück. Und schauen, wie es weitergeht. Ich denke mal, oder ich glaube, ich weiß nicht, hatte ich das schon gesagt oder nur laut gedacht? Laut gedacht? Leise gedacht. Ja. Ich will noch eine Mission hier eben fertig machen und dann erst nochmal ein Päuschen machen. Über kurz oder lang. Ja. Schmuggler waren. Achso, nächsten, okay. Ach, haben die mich entdeckt? Bam, nicht mit mir. Oh. Verpiss dich. Bam. Zack. Ah, scheiße. Mann, die greifen aber auch immer im richtigen Augenblick an, ne? Immer um meine Konter hier zu unterbinden. So. Zack. Ah, schön. So, die Mission ist jetzt vorbei. Die nächste Hauptmission ist da markiert. Ich gucke gleich nochmal kurz auf die Map, ob sich da irgendwas geändert hat. Aber ansonsten... War es das von meiner Seite? So, geplündert. Ja, nee, also da ist nichts Interessantes Neues hinzugekommen. Ja, gut, diese Nebenmission, die mache ich eventuell mal. Ich weiß nicht, was Bürgerwehr ist, was genau das jetzt bringt. Ja, das hilft mir nicht wirklich weiter. Man kann auch Forts befreien. Okay. Sekundärziel, sekundäre Verfolgung nicht töten. Okay. Ah, okay, Befreiungsmission. Die anderen Gebiete muss ich erst noch befreien. Okay, das gehört zu 90% uns. Cool. Alles klar. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Für heute zumindest. Wie sieht's mit Speichern hier aus? Animus Training Center. Synchronität 21% schon. Was ist das? Animus Datenbank. Ach so, och, da habe ich schon mehr als die Hälfte. Na dann.
Ja, gut, speichern scheint hier nicht zu gehen. Ich will hoffen, dass der das irgendwie trotzdem macht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Mal wieder mit ein paar Lecks hier. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, eine Katze. Schon wieder. Ja, scheiße. 20 Frames gerade nur. Ich sollte vielleicht nicht immer so viel im Hintergrund laufen lassen, ne? Oh, geil. Gerade im richtigen Augenblick. Alter, 4 Frames wollt ihr mich hier irgendwie verarschen oder so. Ist mir jetzt gerade erstmal egal, wenn es richtig übel wird. Ja, dann unterbreche ich halt, starte nochmal neu. Das mache ich aber dann, wenn es soweit ist. Zack. Ich liebe das. Ich liebe das, dass das so ruckzuck geht, ey. Das ist richtig geil. Na. So. Alter. Ja, okay. Geht ein bisschen auf die Nerven, aber es ist noch nicht so richtig schlimm. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Und außerdem regelt sich das gleich von selbst. Ich rendere gerade im Hintergrund. Das ist schon bei 63%. Wow. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brauchte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Oh geil, 7 Frames. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Okay. Wir müssen Stefan verteidigen hier. Oder Stefan. Der gehört mir. Dann nehmen wir Staufen. Jetzt schlage ich auch noch das Gesicht zu. Langsam. Und erledigt. Ja, wer weiß, ob die überhaupt angegriffen hätten, aber. Oh, er ist stinkig. Geil, wieso die Bevölkerung voll auf meiner Seite ist, oder auf seiner Seite vielmehr. Auf unserer Seite. Alter. Oha, jetzt ist es gerade richtig übel. 4, 5 Frames, jetzt geht's wieder. Oh, alter Schwede. Zack. Da läuft er. Jawohl, schon von schon 3 von 5 unauffälligen Attentate. Höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Alter. 5 Frames. Meine Fresse, das geht mir ja fast gar nicht auf die Eier. Zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Ja, super. Alter Schwede. Ja. Die versteckten Klingen waren schon seit dem zweiten Teil richtig geil im Kampf. Und jetzt noch mit hier dicken Tomahawk und so. Richtig fett. Scheiße, das ist so ein Dicker hier, ne? Bam! Nein, scheiße. Alter, verpasst er mir eine Kopfnuss. Zack. Okay, ich hab das mit dem Zeitlimit für offene Konflikte habe ich verkackt, aber dafür habe ich genügend unauffällige Attentate hier gemacht. Unbemerkte Attentate. Boah, 70%, heftig, wie schnell das geht, wenn ich nebenbei spiele. Alter Schwede. Egal.